Oktober 2023. Hallo und willkommen hier bei Eifel 3 TV in unserem Studio. Dankeschön. Ja, es ist eine ganz besondere Geschichte, die wir heute hier erleben, denn ich kann es ja schon verraten, die meisten haben es ja schon mitbekommen. Seit heute ist dieses Buch, Moment, ihr kennt es alle, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und nicht nur da, sondern eigentlich auf allen Literaturseiten als Sachbuch. Philipp hat es geschrieben und ist damit, ja, wie soll man sagen, ganz vorne mit seinen Memoiren, mit seiner Biografie. Und wir haben das unglaubliche Glück, dass wir ausgerechnet heute Abend unsere Show hier machen, bei uns hier bei Eifel 3 in unserem Fernsehstudio. Eifel 3 TV, will ich kurz erklären, ist im Grunde genommen ein Projekt, das so ähnlich ist wie das, was Philipp im Grunde genommen macht. Wir sind zu dritt und wir haben mit unserem Programm quasi Neuland beschritten, weil wir sind unabhängig, total unabhängig. Niemand finanziert uns außer wir selbst und wir richten uns nach niemandem, der uns vorschreibt, was wir zu machen haben, und deswegen haben wir heute Abend auch diese Veranstaltung gemacht. Alle anderen, die vielleicht gesagt hätten, oh Philipp Burger, da war doch irgendwas. Nee, wir haben gesagt, wir wollen den Philipp hier oben zeigen, wie er ist, und wir sind diejenigen, die es machen. Andere machen es vielleicht nicht, wir machen es und wir werden mit Sicherheit da Begeisterung erfahren. Zumindest von euch, vom Publikum, was hier ist, und von denen, die ja am Fernsehen oder besonders am Computer, am Smartphone und so sitzen. Denn wir sind ein Fernsehen, Internetfernsehen für die Eifel, für die Nordeifel, Ostbelgien und für die gesamte Eifel. Wir machen kein lineares Fernsehen, sondern wir machen das, was modern ist im Fernsehen, nämlich Mediathek. Facebook, Social Media, YouTube und so weiter und so fort. Das ist unsere Aufgabe und wir machen ein Programm für unsere Region und ich sage es ganz besonders für unsere Heimat. Heimat ist ein ganz wichtiger Begriff, gerade hier in der Eifel. Und da ist ein Bogen, den wir schließen können, auch nach Südtirol, weil wir haben im Grunde genommen eine ähnliche, wie soll man sagen, eine ähnliche Aussage. Unsere nächsten Nachbarn, die Ostbelgier, die haben ähnliche Probleme gehabt wie Südtirol. Und auch das ist eine deutschsprachige Minderheit, die aber bei uns so eng verbunden ist. Das sind mehr als Nachbarn, das sind im Grunde genommen, ja, das ist die Familie in Belgien. Deswegen sind wir hier in der Eifel, diejenigen, wo wir immer gesagt haben, wir sind echte Europäer, weil wir haben die Grenzen direkt bei uns davor und wir arbeiten so und leben so. Und deswegen ist Eifel 3 TV eben grenzüberschreitend und deswegen passt das super heute Abend. Und ich habe eben gesagt, Brücken bauen oder einen Bogen spannen und Brücken bauen, die Brücke gebaut hat ein sehr alter Freund von mir, ein sehr lieber Freund, der auch bei Eifel 3 TV tätig ist und den ich jetzt hier auf die Bühne bitte. Großer Applaus bitte für Stefan Kausen. Stefan ist Co-Autor vom Buch. Auch das ist eine Geschichte, auch wieder zwischen uns. Wir haben so viele Projekte in unserem Leben gemacht, Stefan. Oh ja. Und wir waren vor 2 Wochen oder 3 Wochen waren wir auf Mallorca und dann kam auf einmal so eine WhatsApp, wo Stefan sagte, also das Buch ist raus, ich habe es ja immer verfolgt. Ich wusste ja, dass er in Südtirol ist, wusste gar nicht, was er da eigentlich alles macht. Und dann kam dieses Buch und dann sagt er, das wäre doch eine geile Sache, wenn man das in Monschau macht, in der Eifel. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs, in den größten Städten, und dann kommen wir in der Monschau. Da haben wir überlegt. Ja, nun? Regionales Denken muss sein. Ja, ja, so muss das sein. Und wir wissen ja auch, das muss man ja einfach sagen, die Eifler lieben die Berge. Nicht nur, weil wir Mittelbergler sind, ne, ein bisschen auf der Höhe, 600 Meter, ja, Mützen nicht sogar noch ein bisschen mehr, ne. Aber die Eifler lieben wirklich die Alpen und fahren da alle hin. Und Südtirol ist natürlich
ein Traum auch von der Landschaft. Stefan, du kannst es ja bestätigen. Ja, mittlerweile mehr denn je. Mhm. Ich bin früher meistens durchgefahren Richtung Gardasee. Und dann bin ich aber, Protest vom Chef aus dem Off, kommt gleich hier ins On, dann bin ich aber zum Skifahren öfters da gewesen. Ja. Sella Ronda, Grödnertal etc., Cortina, wo demnächst Olympia ist. Und dann bin ich vor 15 Jahren mal auf einen Café nach Brixen auf Philipps Tölzelhof zum Kennenlernen. So lange schon ist das her? 15 Monate. Ah, 15 Monate, vor 15 Monaten. Genau. Okay. Und seitdem sind wir quasi jeden Tag in Kontakt. Mhm. Und ich glaube, die Katze lasse ich hier mal exklusiv aus dem Sack, weil wir sind ja auch alle Kinder des linearen Fernsehens. Und wo haben wir früher immer gesessen? Im Wohnzimmer mit der gesamten Familie. Da hatte nicht jeder im Zimmer ein eigenes Fernsehen und machte Individualisierung pur, sondern man versammelte sich zum Beispiel zu Don Camillo und Peppone. Und die stritten immer, aber am Ende kümmerten sie sich ums Allgemeinwohl ihres Ortes, ihrer Region, ihrer Heimat. Und so konnte der super konservative Pfaffe und der kommunistische Peppone irgendwie dann letztendlich doch an einem Strang ziehen, weil man merkte, politische Ideologien oder auch Religion und so ist nicht so wichtig, wie man sehr oft denkt. Und dieses Brückenbauen haben wir, Philipp und ich, im Studio auf dem Tölzelhof, wo also sonst super Mucke produziert wird, dann auch beim Hörbuch produzieren so immer betrieben. Und wir rasseln auch schon mal aneinander. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich nenne ihn Pippo Castello, weil wir haben eben in dem Video gelernt, dass die Italiener und Südtiroler nicht immer so eine einfache Vergangenheit hatten. Also ich fing an mit Pippo Castello. Dann sagt er irgendwann, ja, dann bist du Stefano Causino. Und als wir uns stritten, habe ich gesagt, wir sind wie Don Causino und Pippone. Und da war eigentlich alles klar, Harmonie pur, weil wir uns halt immer wieder gut verstehen, am nächsten Tag spätestens. El Doctore. El Doctore, ja. Einer muss es machen. Einer muss es machen. Und Stefan hat es gemacht. Die Tour ist ja quasi kurz vor dem Abschluss, weil ja. Ist ja jetzt die Buchmesse in Frankfurt. Yep. Und ich habe es auch immer wieder verfolgt, wo ihr gewesen seid. Ihr sind, wie viele Kilometer habt ihr hinterlegt? Quasi? Stand jetzt haben wir 2.500. 2.500. Und wir sind morgen noch in Oberhausen mittags und abends in Leverkusen. Mhm. Und dann geht's nach Frankfurt. Und weil wir, du hast es gesagt, jetzt die Eins sind, Bild, Bestseller, Fokus, Spiegel, machen wir morgen auch nochmal eine Abschlussshow. Am Samstag, pardon. anstelle von nur Bücher signieren. Ja, ja. Das heißt, auch die anderen größeren Fernsehanstalten als Eifel 3 TV, danke, dass wir da ja, sein dürfen, gern. Wie ARD, ZDF, ja. RTL und ja. Co., werden uns morgen über Samstag, du merkst, ja, du bist ein bisschen raus. Bei all diesen ja. 12 Uhr, 19 Uhr, 12 Uhr, weil München, Stuttgart, Dresden, Zeitz, Berlin, Schwedt an der Oder, fast Polen, zweimal Hamburg, Bielefeld, Melle, Aachen, jetzt Eifel, morgen Oberhausen, Leverkusen, Frankfurt. Das sind 15 Stationen in 10 Tagen. Und das Besondere ist, sage ich jetzt mal unter uns, und ich gucke mal immer rechts rüber zu meinem Kompagnon, zum Stefan, zum anderen Stefan. Stefan Herbst mit F. Wir zwei sind ja auch Autoren, also Ideengeber für den Krimi, für den Stehling-Krimi, der hier spielt. Und wo wir schon die ersten beiden Bücher, das dritte Buch kommt jetzt im Herbst. Und auch das ist auf der Frankfurter Buchmesse. Also Stefan, vielleicht habt ihr die Gelegenheit, irgendwo zwischendurch die beiden Bücher mal nebeneinander zu halten an den Ständen. Schau mal, was das wäre eine schöne Geste. Also auch den Stehling könnt ihr hier erwerben, der liegt nämlich auch hier. Das ist auch so ein Ding, was uns beide irgendwie verbindet. Wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben
hier schon festzählt, 2000 Leute, kölsche Band, was haben wir vorher gesagt, 3-4 Wochen, komm, wir machen den Support Act und Warm-Up Session, dann haben wir einfach eigene Songs geschrieben, mit 4 Jungs geprobt, live performt, dann haben wir eine Hymne beim Bundesliga-Aufstieg von Alemannia Aachen gemacht. Ja. Und uns gegen 50 Konkurrenten durchgesetzt und so, haben dann auch bevor wir jetzt hier geformt. Unsere ganze Geschichte erzählen, wir wollen ja die Geschichte von jemand anders so hören und von jemandem, der nicht ganz unbekannt ist. Zum Glück. Weil er als Songwriter, als Frontmann einer Band seit 20 Jahren unterwegs ist und damit zu dem erfolgreichsten, einem der erfolgreichsten Bandprojekt im deutschsprachigen Raum ist, erfolgreichsten. Ja, 10-mal Gold, 4-mal Platin, Echo bekommen. Und das ist eine große Ehre für uns hier heute auf der Bühne zu begrüßen, Philipp Burger. Die Mitte ist deine. Und dein Mikrofon steht schon da, Philipp. Willkommen. Herzlich willkommen in der Eifel. Also, ich habe mir tatsächlich vor 3 Tagen so eine Entzündung eingefangen. Ich probiere das jetzt ohne Brillen zu machen, aber ich kriege fast das Auge nicht zu. Und hier blendet es unfassbar. Also, wenn ihr danach seht, dass ich die Brillen runternehme, dann nicht, weil ich so cool aussehen will, sondern nur, weil es echt scheiße ist. Darf man das sagen? Ja, ja, gehört ja, auch dazu. Raus ist raus. Genau. Ja. Ja, auf alle Fälle schön bei euch zu sein. So oft bin ich noch nicht im Studio gewesen, im TV-Studio. Nee. Nee, du darfst das nehmen, auch wenn du magst. Ich bin so ungeschickt, da schmeiße ich wahrscheinlich den Ständer um. Nee. Ja, das halt drauf, super. Das ist schön, gell? Schön, ne? Fehler verzeihend. Ja. Es ist, du hast gerade gesagt, noch nie so oft im Studio gewesen, im TV-Studio. Das ist ja eigentlich überraschend, weil. Ihr habt auf den größten Festivals gespielt, ihr tourt durch die Gegend. Da sind wir schon beim ersten Thema. Die Außenpräsentation, wollen die euch einfach oder wollen die dich nicht vor der Kamera lassen oder sagst du einfach, nö? Beides ist nicht ganz richtig. Mhm. In Südtirol natürlich kennt man uns auch aus dem TV ein bisschen. Wir wohnen natürlich weit weg. Ja. Also wir sind nicht mal ganz schnell um die Ecke wie eine Band aus Berlin oder München oder, so, oder Köln. Und deswegen ist es meistens dann teuer für die Sender. Und ja, also ich glaube, in Deutschland war ich noch nie im TV-Studio. Da muss ich jetzt 23 Jahre... Premiere ja, Nummer 1, so. Da hat es mich gespannt. Da muss der Mann in die Eifel kommen, 1000 Kilometer entfernt. Ja, aber das ist ja auch was Besonderes wieder. Ja, und ich finde... RTL, Sat.1 oder so, da kenne ich viele, die da waren. Ich kenne aber niemanden, der bei dir war. Nee. Ist auch was. Kann ja noch werden, man weiß ja nicht. Ja. Ne? Wir haben schon ein paar interessante Leute da gehabt, aber wie gesagt, wir sind ja ein Projekt, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was in den großen Anstalten ist. Wir sind einfach hier in der Eifel und auch das ist vielleicht ein Punkt, kann man sagen, in Deutschland gibt es kein vergleichbares Ding wie das, was wir machen. Wahrscheinlich dauert es aber nicht lange, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Art von Format, die am Ende, wenn ich das Start extrem bezuschusst, die einzig überlebensfähige Art und Weise sein wird. Also sprich, viele Stunden machen, die nicht bezahlt werden. Das ist wie in der Landwirtschaft. Alle. Ja, aber es ist in der Landwirtschaft nicht anders. Also zumindest in der Größenordnung, wo ich bin. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht meiner Meinung nach darum, sofern man natürlich zu essen und zu trinken hat und eine zufriedene Frau, wenn das alles so passt, dann passiert das, was meine Oma immer gepredigt hat. Und sie sagt heute noch, eine schöne Sache von früher sei ein bisschen verloren gegangen. Sich selbst gegenüber, aber auch vielen anderen Leuten gegenüber. Das ist dieses Wort, aus Gefälligkeit was zu tun. Ja. Wo keine bare Münze fließen muss, wo einfach jeder mal sagt, du, bin ich dabei. Gefällt mir, freut mich. Und ich glaube, die Freude ist das, was uns am meisten, intensivsten, tiefsten und natürlich am wichtigsten prägt fürs ganze Leben. Philipp. Philipp. Denke ich. Ja. Manchmal staunen.
absolut. Und in Gefälligkeit steckt ja auch der Begriff... Fallen. Ja, aber erstmal gefallen. Ja? Und ich glaube, hier stehen drei Leute auf der Bühne. Nein, ich weiß es sogar. Ich wollte es gerade korrigieren. Die Heu machen können. Ich musste nämlich an Tag 1 nach unserem Eröffnungscafé, daraus wurden 4 Tage und Nächte. Bei der Heumat helfen? Genau. Meine Töchter sollten auch mithelfen, aber nachdem Kausen da war, haben die Rechen hingeschmissen und sind abgehauen. Genau. Und es war riesen Brüllerei, weil ich das ja überhaupt nicht haben kann, dieses Anfangen und nicht fertig machen. Oh ja. Aber die haben gedacht, jetzt... Ist so ein Assi da? Genau, lass den mal machen. Naja, aber es ist ja trotzdem ist so, was Nettes. Ich hab in meiner Jugend auch Heuwagen geladen. Also ich kann ja, aber ich hoffe im Traktor, das ist ganz geil. Traktor habe ich fahren gelernt. Also eigentlich jeder in der Eifel hat seinen Führerschein vorher mit dem Traktor gemacht. Irgendwie. Das ist überall so, denke ich. Ja, das absolut. Geht langsam und so fängt man an. Ja. Darf ich eine Geschichte erzählen? Kommt drauf an, wie lange sie dauert, mein Freund. Geht ganz kurz. Okay. Also Zeitraffer, wir Tonstudio, Hörbuch. Er sagt auf einmal, heute guter Tag für Heu machen. Wir fahren mit dem Trecker auf 1200 Meter, weil er da 2 Wiesen hat. Da, wo es Alpenflair übrigens stattfindet. Und ich sage, Wiese könnte ein bisschen feucht sein noch, aber okay, check mal. Oben steht ein zweiter Traktor. Er sagt, ja, ich fahre zu Wiese 2, mach du schon mal hier mit dem Rechen. Ja, ich war ja voll Assi. Nicht Assi, Assi. Und nach einer Dreiviertelstunde klingelt mein Handy. Empfang hatten wir da, doch. Und er sagte, wie weit bist du? Ich sag ja so ungefähr halbe Strecke. Ja, nimm den Traktor und komm runter. Wir treffen uns an der Kirche. Dirk, du kennst mich. Ich Traktor fahren. Ich sag, wie geht denn Traktor fahren? Er sagt, ist so ähnlich wie Autofahren. Nur langsam. Der Schlüssel liegt da und da. Ich verrate jetzt nicht wo. Naja, du kannst es schon sagen. Nee. Das weiß nämlich gar keiner, dass jeder Fanschlüssel bei jedem Fantraktor geht. Ja. Dann hat man am Anfang nur noch keine Erfahrung, hat eine riesen Freude, weil da 3 Fanschlüssel hängen und man denkt, geil, ich weiß genau, wo wer dazugehört. Und dann hat mir mein Bauer erzählt, kannst du dir sparen, räumen die alle weg, ein Schlüssel reicht für alle. Ja. So, und was passiert? Ich fahre mit einem 5-Tonnen-Traktor von dieser Wiese durch Wald, Weinberge, die Wanderer kommen vorbei, ich grüße, als wäre es das Normalste der Welt. Und wir treffen uns halt an der Kirche. Philipp ist halt ein bisschen schneller unterwegs als ich, Amateur. Zack, zack, links, 2. Traktor nicht mehr gesehen. Ich lost in Prairie. Aber wir haben uns wieder gefunden. Danke, dass ich einmal im Leben 5 Tonnen Traktor fahre. Riesen Freude dran. Ich habe auch das mitbekommen auf Facebook. Eine Sache wollte ich gerade noch sagen, als du Gefälligkeit gesagt hast, auch da ist die Eifel und Südtirol, glaube ich, sehr artverwandt. Und ich freue mich besonders auch, dass wir hier einen Bürgermeister, nämlich aus Simmerath, zu Gast hat. Hallo Bernd. Bernd Goffert. Bernd Goffert. Habe ich schon gesehen. Jetzt gerade. Ja. Schaut aus wie ein Bürgermeister. Und das ist für uns ist total der Begriff Ehrenamt total wichtig. Das ist hier ganz wichtig, weil wir sehr viele Vereine haben. Also manche Orte, unser Mützenich hat ungefähr 17 Vereine und die anderen Dörfer haben ähnlich. Dörfer mit 2000 Einwohnern haben 17 Vereine. Mhm. Und das ist ja überall. Und die Ehrenamtstätigkeit, die wird auch sehr hoch gehalten. Wir versuchen halt die Jugend da auch zu pushen. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig bei der Bodenständigkeit auch zu Hause zu sagen, man zieht Leute mit. Ja, das ist und das sind nicht nur Gefälligkeiten, sondern das sind schon Aufgaben. Ich habe, was dieses Vereinswesen betrifft, auch in meinem Buch drüber geschrieben. Es ist so, dass ich glaube, dass in unseren menschlichen Grundbedürfnissen dieses Dazugehörigkeitsgefühl, Verantwortung übernehmen für eine größere Gruppe an Menschen, ich glaube, da könnte man tausende Jahre zurückdrehen. Das ist in unserer DNA mit drin. Ja. Und was mir aufgefallen ist, wir haben in Südtirol unfassbar viele Vereine auch. Mhm. Und sehr viele sind sehr heimatnahe Vereine. Ob das die Musikkapelle ist mit den Trachten, ob das der Schützenverein ist, der Heimatbund, der Alpenverein und so weiter, das sind alles so Traditionsvereine, wo es natürlich sehr, sehr oft in Liedern,
in Aussagen, in der Darstellung um die Wertschätzung der Natur, der Kultur, der Bräuche, egal was geht. Und ich denke, das ist ein ganz großes Ding, was natürlich in mir, mit mir groß geworden ist. Und deswegen habe ich das auch in meinen Liedern natürlich eingebaut. Man sagt immer, Musik soll aus dem Herzen kommen. Und wenn das bei mir nicht aus dem Herzen gekommen wäre, dann würde ich fast behaupten, dass es sich nie so gut und ehrlich angefühlt hätte, wie es sich immer angefühlt hat. Ich habe sehr oft mal über die Löffel gezogen gekriegt, aber, das möchte ich auch sagen, immer von Leuten, die nicht aus Südtirol kamen, es sei denn, sie sind irgendwie so weit left-wing, dass sie schon wieder right-wing sind. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Und den Support von Familie, Freunden, von Vereinen und so weiter, den habe ich eigentlich immer gehabt. Das war für mich, glaube ich, so dieser ganz große Background, den ich immer ein bisschen so getragen habe durch diese ganze Stürme. Und ich denke, dass das bei euch auch so ein bisschen sein könnte. Ja, es ist, also ich kenne dein Buch, weil ich es komplett gelesen habe. Und bist du, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Du bist einer der wenigen, wo ich die in der Journalerie tätig sind, die sagen, die meisten, sagen wir so, die meisten sagen, ich habe es überflogen. Lese ich quer. Ich lese es dann auch nochmal richtig. Ja, toll. Und interessanterweise, alle, die es gelesen haben, sind mir nicht auf den Zeiger gegangen. Und die, die es überflogen haben, kamen immer mit Fragen, wo ich gesagt habe, das steht doch alles drin. Ja, aber das musst du doch nochmal erklären. Dann sage ich, ja, warum denn? Ja. Das habe ich mir die Woche noch ein bisschen angetan. Ab Samstag, wenn ich heimkomme und in meine Badewanne springe und wieder zu Hause bin, dann wird diese Fragerei ein Ende nehmen, weil ich wirklich sagen kann, okay, lies mal durch und ich glaube, dann bleiben auch nicht mehr viele Fragen übrig. Nee, dafür habe ich es geschrieben. Bleiben keine übrig, deswegen habe ich auch die ganzen Spickzettel gemacht, um halt einfach drin zu sein. So, und damit kommen wir nämlich jetzt zum ersten kleinen Programmpunkt, den du noch gar nicht kennst. Unsere Reihe heißt Die Vorleser. Das ist quasi so, wir haben auch ein Faible bei Eifel3TV, nicht nur, weil wir selbst so halbe Autoren sind, sondern weil wir gerne Schriftsteller vorstellen. Und vor allen Dingen, es gibt sehr viele... Bin ich jetzt Schriftsteller eigentlich? Ja, du bist Schriftsteller, natürlich. Auf der Bestseller-Schriftsteller. Ja, das ist krass, das ist wirklich so, was ich von Glückwünschen heute bekommen habe, wo dieses Wort Schriftsteller drin ist. Also ich weiß nicht, ob... Ja, wird ein bisschen Zeit brauchen, oder? Für dich, ja. Sänger, Zimmermann, Landwirt, Fischer, Schriftsteller. Ja, muss den Techno umtexten, ne? Ja, ein Song. Da kommt doch einer rein. Song, noch ein Schriftsteller. Nein, aber Blödsinn, Sänger, ist ein neues Wort für mich. Ja Schriftsteller ist neu. Aber es ist was für Bergsteiger, Naturmensch und bleibst es ein Leben lang. Genau, also... Arsch. Ja, sind das wir alle. Können wir das rausschneiden? Nein. Also, wir haben, wie gesagt, viele Schriftsteller. Wir haben auch im November wieder hier eine sehr interessante Geschichte. Und unser Stefan, ist immer wieder dabei. Nicht nur mit seinen Büchern, sondern er liest auch gerne vor. Ich weiß. Ne, weißt du? Und wir beide haben ja auch eine gewisse Liebe zum Fußball. Stefan hat da herrliche Sachen gelesen, aber jetzt nicht heute, sondern er wird jetzt aus deinem Buch lesen. Ich? Und, du liest aus seinem Buch und zwar, er zitiert den Recordman. In Windeseile, oder liest er das alles durch, weil dann sind wir morgen noch da. In Windeseile. Wenn Dirk das möchte, Dirk ist Chef mit Stefan von Eifel3TV. Geht ruckzuck. Ach, du liest das vorne, nicht das ganze Kapitel. Nein. Er zitiert. Alles klar, okay. Weil ich habe mit Dirk gesprochen und habe gesagt, als wir im Studio waren, Recordman, dieses Kapitel, das lange, haben wir um die Weihnachtszeit geschrieben. Zu zweit. Caroline Kuhn ist auch Co-Autorin. Aber wir haben das einfach durchgezogen an der Stelle und ich habe dann auch gesagt, wir nehmen den gesamten Text des Songs Recordman zum Einstieg des Buches nach vorne. Und er geht wie folgt. Trete auf geistigen Minen, meide Gelehrsamkeiten. Ganz klar bin ich schuldig, hab mir verziehen für die Zeiten. Hab giftige Pfeile in meine Jugend gerammt,
Mein Nichtverschweigen der Vergangenheit hat mir einen Stempel eingebrannt. Heute bin ich älter und weiter, denke noch quer und auch eigen, folge noch immer meinem Drang, lieber zu reden als zu schweigen. Denkkorsette und Tabuthemen akzeptierte ich noch nie. Ich klage nicht an, schreibe keine Zeilen für meine Opfermythologie. Der Refrain ist dann wie folgt: Ich bin so, wie ich eben bin, einer, der in der Brandung steht, der Stimme seines Herzens folgt und nur darauf etwas gibt. Ich verbiege mich nicht, nicht für Fame und Rampenlicht, bin ein Recordman mit Standpunkt, der, wenn er sich verbiegt, zerbricht. Mehr bin, mehr war ich nicht. Und da du es kurz machen möchtest, höre ich an der Stelle auf, weil das sagt alles über dich. Dann würde ich sagen, wir spielen den Song jetzt mal live. Einfach. Könnt ihr mal alles tun? Ja. Also Alex, komm mal auf die Bühne. Übrigens, oh, Alex. Ganz ja. guter Freund. Kannst du stellen? Ich würde ihn gerne vorstellen. Alex Lysakow. Ich gehe mal runter. Kommt aus Roßlau, Dessau, arbeitet für uns als Produzent. Also sprich, die Alben klingen seinetwegen, wie sie klingen zum Schluss. Er ist so der Feintuning-Koch. Und Arrangeur auch ein bisschen. Und im Grunde ist er mit uns durch die Kontüren gegangen und wir haben sehr, sehr viel zu verdanken. Und deswegen habe ich gesagt, mir wäre es recht, wenn er mich hier, auch weil er in meinem Solo-Projekt den Bass zupft, dass er mitfährt. Weil ich denke, das tut uns gut und das ist gut für die Gemeinschaft. Das ist ein sehr, sehr netter Kerl. Und deswegen schnapp die Gitarre, Alex, und lass was starten, oder? Ich kann das übrigens bestätigen mit dem sehr netten Kerl. Wir haben mittlerweile auch locker 1000 Kilometer im Auto zusammen verbracht und uns nie gestritten, sondern gut ergänzt. Also, dann kommt jetzt Recordman. Das ist schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und dass ihr mir hier ein bisschen Unterstützung leistet, weil es war anfangs alleine geplant. So finde ich es ein bisschen lebendiger noch. Und deswegen, wenn ihr singen wollt oder könnt, ihr dürft auch die Oma, wie hieß sie, Hilde, Hertha, Helga, let's go. Auf geistige Minen, bei der Gelehrsamkeiten. Ganz klar bin ich schuldig, hab mir verziehen für die Zeiten. Hab deftige Pfeile in meine Jugend gerammt. Mein ich Verschweigen der Vergangenheit hat mir den Stempel eingebrannt. Heute bin ich älter und weiter, denk doch quer und auch eigen, denk doch immer meinem Drang, lieber zu reden als zu schweigen. Denk Korsett und Tabuthemen akzeptiere ich noch nie. Ich klag nicht an, schreib keine Zeilen für meine Opfermythologie. Ich bin so, wie ich eben bin, einer, der in der Brandung steht, der Stimme seines Herzens folgt und nur darauf etwas gibt. Ich verbiege mich nicht, nicht für Fame und Rampenlicht, bin ein Recordman mit Standpunkt, der, wenn er sich verbiegt, zerbricht. Mehr bin, mehr war ich nicht. Lieb die Gefahr hoher Wellen und auch die sichere Werft. Und jeder Flug durch die Falltür hat mein Bewusstsein geschärft. Die Suche, mich selbst zu finden, ich weiß, sie endet wohl nie.
Ich folge meinem eigenen Kompass, hau in die Seiten, ich schweige nicht. Ich folge mir, ich nicht auf dich nicht, in irgendein Licht. Worte können Waffen und Liebe sein, und dazwischen stehe ich. Zwischen Ruhm, Glanz und Scherben sind die Pfade echt schmal. Ob ich ankomme oder untergehe, ich habe keine andere Wahl. Ich bin so, wie ich eben bin. Einer, der in der Brandung steht, der der Stimme seines Herzens folgt und nur darauf etwas geht. Ich verbiete mich nicht, nicht für Film und Rampenlicht. Bin ein Rekordman mit Standpunkt, der, wenn er sich verbietet, bricht. Mehr bin, mehr war ich nicht. Mehr bin, mehr war ich nicht. Nach all den Ketten, die ich brennte, fühle ich Freiheit. Ich denk zurück an das, was war, an all die Zeit. Ich schreib mit meinen eigenen Liedern die Geschichte, die für immer in mir bleibt. Ich bin so, wie ich eben bin, einer, der in der Brandung steht, der der Stimme seines Herzens folgt und nur darauf etwas geht. Ich verbiege mich nicht, nicht für Fame und Rampenlicht. Bin ein Rekordman mit Standpunkt, der, wenn er sich verbiegt, zerbricht. Mehr bin, mehr war ich nicht. Mehr bin, mehr war ich nicht. Danke, Eifel. Der Rekordman, Philipp Burger. Großartiger Song. Oh, danke schön. Ja, wollte ich mal sagen, weil in deinem Buch hast du ein Darf Buch. Ich dich kurz unterbrechen? Ja. Kriege ich ein Bier? Das wäre echt gut. Darf man das trinken auf der Bühne oder ja, wegen natürlich. Den Kindern? Na, ich sag's nur. Ist alkoholfrei, liebe Kinder. Ne, du darfst auch ein Bier trinken. Das wäre schön. Ja, ein Eifler Bier, ein Bitburger. Ja, das kennen wir. Ne? Da gibt's sehr oft den Wechsel. Unser Rolf an der Theke wird das feierlich für dich eröffnen. Dann bring doch bitte zwei. Oder ja. Drei. Oder drei, sehr schön. Oder alle. Ja. Nee. Also, besser nicht. Wo wir beim Rekordman sind, was mir aufgefallen ist, aber über das ganze Buch, wenn du irgendwas anfängst, dann machst du es richtig. Das stimmt nicht. Stimmt nicht? Nein, ich habe so viel Dinge probiert, wurde gewarnt, hab's teilweise... Übrigens ganz kurz, du wurdest gewarnt, das ist Daniel aus Bozen. Daniele Di Bolzano! Eigentlich war man so nennen wir unser Lese-Tour-Manager und Fahrer und Mega-Kumpel. Und danke an dieser Stelle. Zurück zu diesem Thema. Prost. Ich habe zum Wohl. Okay. Saluti. A tutti. Ihr dürft auch nachher. Also, es ist überhaupt nicht so, dass alles, was ich angepackt habe, gut ausgegangen ist. Ich erzähle euch mal eine kurze Geschichte, habe ich auf dieser Tour noch nie erzählt. Ich bin mal ganz fanatischer Mountainbiker gewesen und habe gedacht, als ich von Habeck Häkeling dieses Ich bin aber weg Buch gelesen und danach gehört habe, habe ich gedacht, wir machen mal mit der Band den Jakobsweg mit dem Mountainbike. Dann haben wir nach der Tour ausgemacht, wir nehmen Nightliner, da schlafen wir alle und dann zelten wir abends, das ist ganz geil. Was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, was da für Höhenmeter dahinter stehen. Und dann habe ich mir irgendwann mal diese Höhenmeter angeschaut und dann habe ich mir im Geiste unsere Securities vorgestellt und das sind 130 Kilo Leute, die waren noch überhaupt nie auf dem Fahrrad und dann hat man mich bekniet und hat gesagt, Philipp, bitte, bitte, sprich das ab. Dann habe ich gesagt, wieso denn und doch, ist doch geil und dann filmen wir das.
am Ende konnte ich mich nicht durchsetzen und ich sag euch was, ich habe dann aus Ersatz gesagt, dann fahre ich nach Rom. Dann war wieder ein relativ gewichtiger Kollege mit, der kam nach Bozen von Brixen. Das sind praktisch 40 Kilometer ungefähr und dann hat er keinen Bock mehr. Dann bin ich weitergefahren mit einem Kumpel, der hatte in Trient keinen Bock mehr. Dann bin ich wieder weitergefahren, der hat es noch ein bisschen weiter geschafft. Zum Schluss war ich mit einem einzigen alleine unterwegs und der ist nicht in meinem Tempo gefahren. Und dann war ich in Florenz und dann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich halbe Depression gekriegt habe, weil das ist echt hart. Wenn du den ganzen Tag in die Pedale ruderst als Nicht-Profi, dann hast du unfassbare viel Zeit zu denken und dann grübelst du die Runde. Und da bin ich drauf gekommen, hört mal oft auch auf andere, die dir einen Tipp geben. Aber ich bereue es jetzt auch nicht. Ich habe dann auch in dem Interview drüber geredet, offen, weil ich mich da echt verrannt habe in sowas. Und ansonsten stimmt es schon, dass die Dinge, wo ich richtig Leidenschaft und Energie und Planung auch ein bisschen investiere, dass die sehr oft sehr gut ausgehen. Das sind sehr oft Spontanitäten, wie beispielsweise was mit der Buchmesse. Da hat man uns von allen Seiten bis heute Mittag immer erzählt, Frankfurt dürft ihr nicht mit Musik machen, das geht in der Messe nicht. Das ist verboten. Ja. Verbot. Dann habe ich gesagt, wie Bierverbot auf der Bühne. Dann habe ich gesagt, das ist aber scheiße, weil die Fans kommen da hin und die haben sich... zum Mitschreiben, mal, wie oft wir heute scheiße sagen. Okay, dann immer, das ist aber dumm für die Fans, ja. Oder blöd gelaufen. Und dann habe ich dann gedacht, jetzt zahlen diese Leute nirgendwo eigentlich Eintritt, wenn sie ein Buch mit haben. Auf der Buchmesse ist Eintritt zu zahlen und dafür kriegen sie eine Strafe, dass man dann nur da sitzt und unterschreibt. Und dann habe ich den Verlag angerufen. Nein, das geht nicht, geht nicht. Management angerufen. Nein, das geht nicht, geht nicht. Die gesagt, das hat eh noch keiner probiert, jetzt rufe ich da an. Und dann habe ich mich mit der Geschäftsleitung verbündet. Ruft er heute Morgen an? Und habe dann gesagt, dass ich gerade, da habe ich natürlich mich das erste Mal Schriftsteller genannt. Ja, was heute? Ja, mit dem Spiegel Bestseller Band. Hallo? Und habe gesagt, das ist jetzt direkt gerade gekommen. Und ich hätte diese riesen Bitte, dass wir da bitte auch diese paar Songs spielen können. Und dann sagt sie, ja, sie muss jetzt noch mit dem Chef reden. Und 20 Minuten später war es geklärt, sagt, alles klar, darfst du machen. Und das sind so Dinge, wo Leute vom Verlag und auch das Management dann wieder sagen, dir darf nun nie was zu blöd sein, dann geht ganz viel. Weil meistens, wenn was nicht geht, dann ist es deswegen, weil keiner fragt. Weil sehr, sehr viele Leute denken, nee, es geht nicht. Aber fast alles geht eigentlich schon, wenn man es probiert. Ja, das sind so, ich stelle das auch in anderen Lebenswelten fest, mittlerweile sehr viele Scheren im Kopf, und Scheuklappen, die die Leute mit sich rumschleppen. Und dadurch wird man engstirniger und erkennt nicht mehr diesen offenen Horizont der Möglichkeiten. Das heißt, die begrenzen sich. Ich weiß gar nicht, ob es deswegen ist. Ich denke, du hast das Wort schon richtig gesagt. Du hast gesagt, begrenzen. Mhm. Ich glaube, dass es einige Leute gibt, denen ist weniger zu blöd als den anderen. Mir ist meistens weniger zu blöd. Ich kann nicht bestätigen. Was nicht so schön ist manchmal, wenn ich dann Partyfotos anschaue oder sonst was. Aber ich denke mir, das Leben ist zu kurz, um was nicht zu wagen. Dann probiert man es halt. Und deswegen würde ich sagen, ich spiele jetzt den nächsten Song, weil die Leute sind ja auch da, ein paar Songs zu hören, oder? Ja, natürlich. Der Song kommt jetzt aufs kommende Album Grenzland. Den würde ich dann direkt hinterher spielen, weil du natürlich Grenzland schon angesprochen hast. Ja, hier ist Grenze pur. Du genau. Bist in 5 Minuten. Nee, nicht nur das, du hast auch von Scheren und, auch und Abzweigen und nicht überwindbare Brücken, egal was, gesprochen. Ich würde jetzt 2 Songs hintereinander runterspielen. Dann würde ich gerne mit euch noch reden und was ich, wenn es geht, ich weiß nicht, ob man es einfangen kann, aber wenn man die Leute auf die Bühne holt, wäre es vielleicht ganz nett, 1-2 Leute mal zu fragen, das haben wir noch nie gemacht bei der Lesung, was sie überhaupt hier wollen. Nee. Was sie mich fragen möchten vielleicht oder uns. Ja. Weil ich finde, das ist ja auch mal ganz spannend. So. Wir sind deswegen, wir sind ja so unabhängig. Ja. Wir können auch andere Formate machen. Und das ist
für uns, bevor du jetzt Grenzland loslegst, auch ein wichtiger Punkt. Bei uns auf der Bühne stehen manchmal komplette Karnevalsvereine. Mhm. Weil hier Karneval ist natürlich... Ich habe es gestern wichtig. Mitgekriegt in Aachen. Ja. Das und war ist Aachen natürlich karnevalsmäßig ein bisschen anders? Nein, das ist schon klar, aber wir haben diese Kultur gar nicht. Ja. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, wir sind in Südtirol, da gehen die Kinder mal kurz verkleidet zur Schule, Nachmittag feiern, schön, lustig, bla bla bla, nächster Tag wieder Schule, alles ist vorbei. Mhm. Bei euch ist das ja so eine Art Never-Ending Feier. Fastelovend. Ja, fast ist ja wunderschön. Es ist Never-Ending schön. Fast ja, und es ist vor allen Dingen, gerade in Köln, ich sage es mal, bei vielen, was, wie wir sagen, was für Tates. Ja. Da wird im Monat, was du in deinen Songs machst, nur anders. Wird anders im Karneval in Köln gemacht. Die Kölner und die Rheinländer haben im Grunde genommen ein offenes Herz. Das heißt, die sagen, was sie denken. Ja, das ist so. Das Schönste. Und das kannst du in Musik bringen. Und das ist, finde ich, ein toller Vergleich zu dir, zu deiner Art und Weise, wie du Songs machst. Und wir dürfen jetzt mit Sicherheit gespannt sein auf den Inhalt von Grenzland. Ja, aber pass auf. Du sollst ja auch was lernen, wenn du das Rheinland verlassen hast. Ich sag dir jetzt was über die kölsche Kultur und die geht wie folgt. So sind wir all hingekommen, wir sprechen hück all dieselbe Sprach, wir haben dadurch so viel gewonnen, wir sind wie wir sind. Mir jäckeln am Ring, das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Naja, ich habe jedes Wort verstanden. Hey. Nee, ich habe wirklich Gruß jedes Wort verstanden. Ich habe jedes Wort verstanden. Und deswegen, dass dieses Wort Stolz da drin ist. Ja. Ist eigentlich spannend, weil das ja auch so ein No-Go-Wort geworden ist. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung diskutiert man über dieses Wort. Genau. Und da reden wir nach drüber, würde ich sagen, gerne. Weil das ist natürlich ein großes Thema, muss man nicht ewig drüber reden. Nee, aber ich denke, das sollte dann zum Schluss das sein, wo wir danach den letzten Song einleiten. Ja, ich denke, gerne. Das sind so Dinge, die man heute mal ansprechen kann. Genau. So, viel Spaß mit Grenzland. Das Leben ist zu... Nee, eben nicht. Nicht? Hast nicht zugehört. Das Leben ist zu kurz, um was Ach nicht so. Zu wagen und also, dann Grenzland. Und dann Grenzland, okay. Ja, schwieriger. Ich weiß das, alles gut. Ihr müsst euch eine Sache merken, diese Gitarren mit diesen Lampen verstimmen natürlich extrem, gell? Also falscher Ton, Lampe schuld. Nicht verstimmt, er schuld. Viel Spaß mit dem Song. Wie oft schon stand ich mir schon selber im Weg. Wie oft schon sagte man mir, dass irgendwas nicht geht. Da will ich's erst recht und sag, wir werden sehen. Vielleicht zu scheitern war noch niemals mein Problem. Denn solange mein Herz schlägt, schwör ich mir, versuche alles und riskier. Solange mein Herz schlägt, will ich wissen, ob ich's hinkrieg. Das Leben ist zu kurz, um was nicht zu wagen. Viel zu kurz, um seine Träume vor allem zu hinterfragen. Ich weiß, es ist, man kann verlieren, doch man kann es auch probieren. Weil jeder kann nach Aussehen suchen, doch nicht einer kann Träume ignorieren. Mir lief der Sand der Zeit so schnell durch meine Hand. Lief wie getrieben mit dem Kopf durch manche Wand. Kein Freund von Ratschlägen wollte Chancen selber ausjustieren. Ich weiß, es klingt bekloppt, ihr bereuen es nicht probiert. Denn solange ich lebe, wird so bleiben, raus ins Abenteuerland. Solange ich lebe, muss ich alle Folgen selber spüren.
Das Leben ist zu kurz, um das nicht zu wagen. Viel zu kurz, um seine Träume vor allem zu hinterfragen. Ich weiß, es ist, man kann verlieren, doch man kann es auch probieren. Ein jeder kann nach Ausreden suchen, doch nicht einer kann Träume ignorieren. Doch nicht einer kann Träume ignorieren. Ich war noch Kind, ich stand am Strand, dass ich verstand, ich warf den Stein. Ich warf ihn flach, ich warf ihn weit und er sprang nur durch mich allein. Ich konnt's mit Kinderaugen sehen, wenn ich für mich etwas bewegt, muss ich es selbst in meine Hände nehmen, in meine Hände nehmen. Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu wagen. Viel zu kurz, um seine Träume vor allem zu hinterfragen. Ich weiß, es ist, man kann verlieren, doch man kann es auch probieren. Ein jeder kann nach Ausreden suchen, doch nicht einer kann Träume ignorieren. Doch nicht einer kann Träume ignorieren. Da mich einer kann Träume ignorieren. Dankeschön. Und nun zu diesem Song. Grenzland. Alex, ich pfeife. Lieg fest gefangen, grauer Schwermut. Durchfliegt hat üble Dimension, wie im luftleeren Raum. Hier glimmt nur Funken ohne Hoffnung. Mir spukt zu vieles durch den Kopf. Ich will hier raus aus diesem bitterbösen Traum. Webt es mir selbst mein Netz aus Sorgen? Segelt in allem mein Problem. Das bin ich nicht, durchlief sie schon mal diese Hölle. Ich spür den Schweiß, mir bockt mein Herz, mir fliegt grad alles um die Ohren. Bin wieder hier im alten Grenzland. Es fühlt sich wirklich scheiße an. Doch ich weiß, es hat alles seine Hand. Es ist das Grenzland, wo ich mich immer wieder fand. Hier liegt mein Kompass ins Suchen. Saß auf dem Ast, an dem ich sägte. Betrat gefährliches Terrain. Viel zu wenig Kompromisse und zu viel ich. Und dass ich mich verrannte, sah ich zwar, doch geändert habe ich's nicht. Schier alle Zweifel sind heut Wünsche. Fühl mich vom Leben ausgekotzt. Ein schmaler Grat zwischen Ruhm und Katastrophe. Doch ich hab mich schon oft ins Leben zurückgeboxt. Und wir klatschen in die Wenn ihr hier alte Grenzen. Es fühlt sich wirklich scheiße an. Doch ich weiß, es hat alles seine Hand. Es ist das Grenzland, wo ich mich immer wieder fand. Hier liegt mein Kompass ins Zurück. Thank you.
sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle, lange Jahre überstehen. Der Song hat recht, ich kenn die Zeilen und ich kenne mich. Ich sah mein Grenzland klar vor mir, doch ich fürchtete mich nicht. Bin wieder hier im alten Grenzland. Es fühlt sich endlich besser an, weil ich weiß, es hat allen seine Hand. Es ist das Grenzland, wo ich mich immer wieder fand. Hier liegt mein Kompass jetzt zurück. Hier liegt mein Kompass jetzt zurück. Danke auch dieses Mal. Philipp Burger und Grenzland. Ja, Philipp, wir sollten mal darüber reden, dass ihr vielleicht mal im Grenzland spielt. Ja, du, wir sind ja immer offen für solche Dinge. Das einzige Problem, was wir natürlich die letzten Jahre insbesondere zu spüren gekriegt haben, das sind enorme Kosten, die ein großer Tourtross mit sich bringt. Das ist tatsächlich um die 30-35% nochmal teurer geworden als noch vor Corona-Zeiten. Und wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen bezüglich Spieldogma und so weiter. Mhm. Und dann muss man eigentlich sagen, entweder die Band will schnell zugrunde gehen oder wenn es der Veranstalter nicht über Sponsoren und einen Haufen Leute gewuppt kriegt, dann ist es schwer. Das bedeutet, so eine Geschichte mit Stefan und mit mir und mit so einem Team, das ist natürlich, was man für einen Spaß macht. Das kostet natürlich nicht viel. Aber natürlich, so eine große Produktion ist eigentlich derzeit echt schwierig, wenn besagte Parameter nicht vorhanden sind. Und, aber das heißt ja nicht, du kannst ja noch mehr organisieren. Wir haben ein Festival hier. Ne? Wir haben hier Rose Rock. Das ist geil. Ne? Rose Rock. Rose Rock ist ein Open-Air-Festival. Großes, direkt am See. Wer spielt da alles? Ihr. Dann sind wir dabei, weil sonst kommt eh keiner. Du hast eben das Team angesprochen. Wir waren jetzt, wir sind an Tag 9 on the road. Es reicht auch langsam. Jawohl. Es ist echt anstrengend. Und wie ihr seht, jetzt geht es eigentlich ein bisschen, jetzt haben sich die Augen ein bisschen dran gewöhnt, wollte ich sagen. Ich habe mir wahrscheinlich im Camper irgendwie vielleicht das Dachfenster offen gehabt, der hängt da ganz darunter, dieser fucking Nerv, das zieht richtig und du kriegst das Auge nicht so richtig hoch, auch wenn ich das zuhalte schon. Und deswegen habe ich eine Brille auf, die setze ich jetzt mal auf, die habe ich seit Weihnachten. Oh. Habe ich von meiner Frau zu Weihnachten Geschenk gekriegt. Schöne Grüße, Fonny. Und die war tatsächlich nicht installierbar. Installierbar? Weil ich einen deutschen Apple-Account hatte. Ach so, die macht was technisch. Nee, ja, ganz kurz, erzähle ich ganz kurz. Nee, es ist tatsächlich spannend. Brille installierbar? Ich habe zu Weihnachten gekriegt. Ja. Und da gibt es eine App dazu. Und diese App, immer wenn ich die probiert habe zu downloaden mit einem deutschen Account in Italien, dann stand, diese App ist in ihrem Land nicht verfügbar. Dann wollte ich sie verkaufen. Dann hat sie keiner gekauft. Ja, ich habe sie meinem Schwager gegeben im Laden und gesagt, drück die jemand weg. Ey, ich will, das geht nicht. So, jetzt habe ich gedacht, jetzt nehme ich sie doch mal mit. Ja, Deutschland, siehe da, die App ging. Und jetzt kann ich, ey, dann meint man, ich mache Werbung für Ray-Ban. Ja. Aber ich kann theoretisch jetzt da drauf drücken und jetzt hast du ein Foto, oder? Foto oder mega Musik hören und telefonieren mit der Brille. Das ist echt gut und ich habe jetzt voll die Freude mit dieser Brille, die rettet mir so derzeit ein bisschen meine Stimmung abends. Weil es tatsächlich so, das ist so ein blödes Ding und so nehme ich das jetzt. Oh, siehst du, das ist halt echt eine Umstellung, weil das Auge dann anders fokussiert. Ich hoffe, ich kriege das relativ schnell weg, aber der Arzt gestern meinte, doch, wirst du schnell wieder wegkriegen und jetzt muss ich da so Vitamin B Präparat nehmen und so Zeug, dann wird das schon gehen. Auf alle Fälle zehrt das natürlich. Er hat Muskelkater im Kiefer, beim Sprechen, stimmt's? Der andere braucht schon Pflaster auf dem Rücken. Jo, unser stärkster Mann, Daniele mit Pflaster, der zweitstärkste Mann, Andi, der Schlepper von allem und nix und Organisationstalent pur.
Patrick schleppt immer nur in Anführungsstrichen die Kamera, aber wenn es dann vorbei ist, dann geht er an den Rechner. Thorsten. Ja, warte, warte, warte. Und so schnell wie Patrick diese Stories online stellt, und zwar voll professionell, ist sensationell. Er macht sie, bevor dass wir sie überhaupt fotografiert haben. Applaus für Patrick. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich und pass auf, dann habt anstrengend. Ihr den Alex schon kennengelernt und den Mann am Ton, den nie einer sieht, aber ohne den geht gar nichts. Aber da kommen wir nichts dafür. Das ist beim Tontechnikern eh immer so, ja. Die stellt man zum Schluss vor, die kennt keiner. Ja. Ja. Aber ich sage immer, selbst ausgesucht. Ja, den Job. Was soll ich sagen? Das ist wie ein Kameramann eigentlich. Ja. Aber nochmal, auch an dieser Stelle, total toll, dass ihr das ertragt. Und im Grunde ist es eigentlich ein Job für, schätze ich mal, 2-3 Leute mehr. Mhm. Und wir fahren das jetzt in einen sicheren Hafen, sind froh, dass es mit diesem Spiegel-Bestseller geklappt hat natürlich. Und ja. Das ist eine Geschichte, die vielleicht ganz spannend ist, die betrifft wahrscheinlich viele Menschen vom Publikum auch. Mir ist eine Sache in meinem Leben aufgefallen, dass wenn irgendwas anstand, was ganz viel Kraft und Ausdauer und auch teilweise wenig Erfolgsaussichten bereithielt, kam mir vor, aber die Chance besteht schon irgendwie, dass man da eventuell gut einsteigt. Mir ging es nicht um den Button beim Spiegel-Bestseller, mir ging es darum, dass dieser Button dafür sorgt, dass du in den Regalen gut positioniert bist und somit erreichst du mehr Leute. Das war mein Wunsch. Der Button interessiert mich nicht. Und weil mir das so wichtig war, haben wir gesagt, jetzt machen wir so eine Rutsche. Und dann denke ich immer genau Folgendes. Wenn es nicht funktioniert hat, probiert habe ich es aber zumindest. Mhm. Im Endeffekt dieses eine Gefühl, lieber zu scheitern, als letzten Endes dann hinterher zu jammern. Und das ist eine Geschichte, wo heute, ob das politische Themen sind, bei Jugendlichen, die sagen, ich gehe nicht wählen, auch Erwachsene, die Schnauze voll haben, die sagen, das ändert sich sowieso nie was. Ich denke mir immer, im Grunde betrifft das alle Bereiche der Gesellschaft, dass es sich fast immer lohnt mitzumachen und sich zu engagieren, wenn es sich gut anfühlt. Das ist, glaube ich, so eine Art Message, die mit dem Buch auch ein bisschen rüberkommen sollte. Ja, ist dir voll gelungen. Ich kenne ja nun gezwungenermaßen jede Zeile, danke, jede Silbe. Und für mich ist das im Nachhinein, so kurios das jetzt klingt, ein totales Motivationsbuch. Ja. Denn der Philipp, Dirk, du hast ja jetzt auch komplett gelesen, ich glaube ich 5-mal. Also wenn Fehler drin sind, beschweren bei mir. Ich habe keine gesehen. Ah. Nee, es sind auch keine mehr drin. So, Mama war drüber, beide Schwestern, alle Germanisten. Sehr gut, aber tatsächlich, die letzten paar Dinge haben wir dann... Wir beide haben sie bei der, Hörbuchgeschichte gefunden. Und das war ein Streitbares, wo selbst meine Schwestern mit meiner Mutter nicht mehr d'accord waren. Mhm. Der Verlag war mit Caro nicht mehr d'accord und wir waren eh gegen alle. Nee, weil wir eigentlich so gedacht haben, es gab dieses eine Wort, wo man wirklich... Ich habe es eben assi, extra gesagt, assi. Ja. Das finde ich assi oder finde ich das assi? Nee, assi. Mit was? Du würdest sagst auch sagen, du? Mit einem S. Es gibt einen berühmten Schlager aus Köln. Ich bin eine Assi mit Niveau. Ja, Zeltinger. Okay. Jürgen Zeltinger. Ja, hat heute keinen Bestand mehr, leider Gottes. Wir haben uns auch für diese Variante entschieden. Laut aktuellem Duden und aktueller Rechtschreibung gibt es, weil du es schnell aussprichst, auch wenn es von asozial kommt, die Einführung des zweiten Zwangs-Esses. Okay. Zwangs-Esses. Wie gehört? Es ist tatsächlich spannend. Guck mal, er kann sogar Genitiv des Zwangs-Esses. Was gibt es? Zimmermann, Landwirt, Fischer, Bergsteiger. Ja. Den spielen wir jetzt. Respekt. Und danach ist es Kaffee. Das Zwangs-SS. Ja, müsst ihr mal lernen. Alex. Berufsschule, sag ich nur. Alessio. Alessia. Stefan, wir gehen nachher Zwangsessen. Wir gehen essen. Ja. Viel Spaß. Das hier ist nicht unter Zwang, sondern wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen seid. Freiwillig. Keiner wurde verdonnert. Im Übrigen steht man bei dem Song ganz gerne auf. Würde mich freuen. Dürft ihr das oder gehen die Kamera noch nicht drüber? Doch, das geht schon, oder? 2 Meter Riesen sehe ich ja, und das sind schon da, große Menschen. Also, ganz kurz, was mich freuen würde, ist, wenn ihr eventuell stampft zum Lied,
wenn ihr klatscht zum Beat, wenn ihr singt zum Song, wenn euch umarmt, wenn ihr Freude habt, denn dafür sind wir da, einen schönen Abend zu verbringen, oder? Und diesem Single Sinne, viel Spaß mit Sänger Zimmermann Landwirt Fischer. Ich liebe Wind und Wetter, ich liebe die Natur. Wollte schon immer die große Freiheit. Ob Bach, ob Fluss, ob Land, ob Job, ob Freizeit. Es war bis heute immer die beste Zeit. Ein Lagerfeuer, ein Abenteuer. Zusammen fischen gehen, ein Feierabendbier. Gemeinsam Lieder singen, mein Herz schlägt dafür. Und ich klatsche! Ich bin Sänger, ich bin Zimmermann, ich bin Landwirt, ich bin Fischer und dann bin ich noch Gitarrist und ein Songwriter mit großen Schritten Richtung Freiheit. So lebe ich gerne weiter. Ich lieb die Ferne, ich lieb zu Hause zu sein. Ich zimmer heut noch gerne und steig in Schluchten ein. Such nach nem Sonnenaufgang, dem größten Fisch im Fluss. Ich merke in Wiesen nieder und schreib und singe Lieder. Es war bis heute immer die beste Zeit. Ein Lagerfeuer, ein Abenteuer. Zusammen fischen gehen, ein Feierabendbier. Gemeinsam Lieder sind, mein Herz schlägt dafür. Ich bin Sänger, ich bin Zimmermann, ich bin Landwirt, ich bin Fischer und dann bin ich noch Bergsteiger und ein Travelman. Bin ein Naturmensch und bleibe sein Leben lang. Ich bin Sänger, ich bin Zimmermann, ich bin Landwirt, ich bin Fischer und dann bin ich noch Gitarrist und ein Songwriter mit großen Schritten Richtung Freiheit. So lebe ich gerne, wow, 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 ich bin Sänger, ich bin Zimmermann, ich bin Landwirt, ich bin Fischer und dann bin ich noch Bergsteiger und ein Travelman. Bin ein Naturmensch und bleibe sein Leben lang. Ich bin Sänger, ich bin Zimmermann, ich bin Landwirt, ich bin Fischer und dann bin ich noch Gitarrist und ein Songwriter der großen Schritten Richtung Freiheit. So lebe ich gerne weiter. Philipp, wir müssen mal mitzählen. Philipp Burger! Alex an der Gitarre. Und wenn der Song fast so lobend in allen Zelten gespielt wird, dann bricht quasi die Hütte auseinander. Du hast recht. Wird das aber ist nicht. Das ist ein Riesensong. Doch wird er das nicht. Vielleicht, ja, also ich wünsche mir das sehr. Ich würde auch so gern zum Hula-Paloo. Ja, du, von Gabalier. Du, pass auf. Hula-Paloo. Darf ich etwas sagen? Kommt drauf an. Du darfst mich unterbrechen, wenn es zu geheim ist. Es ist geheim. Dann darfst du mich unterbrechen. Ja, okay. Ich habe jetzt das Glück gehabt, über die Monate immer mal so First Touch Ersthörer zu sein für Songs. Und als wir uns letzte Woche Mittwoch getroffen haben im Studio in Brixen, hat er gesagt zu uns Jungs, Alex war auch dabei, hört doch mal, was haltet ihr davon? Und ich schwöre euch, der spielt einfach 5, 6 neue Songs und sagt, ey, ist klar, die sind nicht zu Ende produziert.
aber die sind so geil. Und ich habe direkt gesagt, ich sehe den einen, diesen Idiot-Song, den sehe ich in jeder Après-Ski-Hütte. Und zwar, schöne Grüße in die Niederlande, bei den bekloppten Holländern. Darf man das sagen, Bro? Ja, und ich, das kann sagen. Na, ich darf das sagen, weil die würden ja singen, ich will Sex mit die Kale. Dann darf ich dir als bekloppt bezeichnen, ja? Und ich kenne mich nicht aus. Ich sag so, das ist ja unsere Grenze. Natürlich. Ich wohne ja 10 Minuten weg von Holland und Belgien. Wir haben so viele Holländer, die hier wohnen. Es ist doch schön, wenn man sich auch mal bekloppt nennen darf. Ja, natürlich. Es ist ja auch wirklich nicht schlimm. Und der Song, ganz ehrlich, Idiot, das ist so die sprachliche Freiheit, die auch sein muss. Absolut. Damit diffamiert man keinen. Und ganz ehrlich, wenn da jemand ein Problem hat, dann musst du echt zum Arzt fahren, weil das ist hör mir auf, immer Cancel Culture. Ist klar. Also es ist eine Krankheit unserer Zeit, dass die Menschen sich vor jedem Satz überlegen müssen, ob sie jetzt gendern, ob sie ein politisches Thema aussparen müssen, weil es könnte ja ein zu dünnes Eis sein. Nein, seid doch einfach authentisch, und zwar jeder von uns, und dann wird man merken, ob der Kausen gerade die Niederländer beleidigen wollte. Nein, er liebt die Niederländer. Und wenn unser geliebter Erik Meyer, ja, Tor auf dem Tivoli, da fällt der Ball im 16 auf den dicksten Schädel des Grenzlandes und Olli Kahn kann nur hinterher schauen. 2-1 für unsere Adamantia. Das hat mein Körper eingesetzt, meine Arbeit. So. Klingt gut. So, ja. Auf so einen Job. Sehr gut. Ja. Das war die größte Szene, die jemals am Tivoli in Aachen stattgefunden hat. Jemals. Als Olli Kahn vergebens hinter dem Ball hinfliegt, der in den Winkel reingedroschen wird von Erik Meyer. Ja. Und Erik Meyer ist einer der sympathischsten Holländer, die man sich vorstellen kann. Und was ist er? Metzger. Wieder ein Handwerker. Also kein Zimmermann, aber Metzger. Ist ja wurscht. Wichtig ist, dass er kann es im nächsten Leben probieren. Ja, aber das ist doch Zeit. Hey, apropos Wurscht. Wir haben beim Ersthören auch mal wieder erst Salami probieren dürfen von dir. Er hat gesagt, hier auf Vroni, mach uns doch mal ein Brett mit Wurst. Da war Schinken drauf. Er würde sagen, nein, das ist Speck. Es ist Speck. Ja, korrekt. In Deutschland kommt mir vor, Thomas, jeder Speck ist immer alles nur Schinken. Ja. Keiner Tiroler Schinken. Nein, das heißt Speck. Ja. Ist auch wurscht. Das so, ist auch bei, uns gibt's halt, bei uns gibt es rohen Schinken. Das bei uns schon auch. Der kann geräuchert sein. Das ist bei uns auch. Ja, lecke du mir am Arsch. Ja, genau. Danke, Per. Und dann kommt quasi die Salami als Mischung Schwein und Rind. Und dann war eine etwas dunklere, Rind pur. Und wenn ich das sage, Rind pur, dann gilt das für ihn besonders. Thomas weiß es, aus dem Ahrtal, oft auf dem Tölzelhof, heute im Publikum. Sio. Ja, Sio, Brother. Krass, Alter, dass du da bist. Finde ich geil. Pass auf, die Rindviecher vom Philipp sind ja den ganzen Sommer über auf der Weide, übrigens im Arntal, bei Brunnig, links ab. Und deshalb sage ich, das ist pur, das ist Natur pur. Das, was er als Landwirt produziert, Archehof steht da, und das darf man nur, diesen Titel tragen, wenn man sich um vom Aussterben bedrohte Rassen kümmert. Oh, jetzt hat er Rassen gesagt. Ich meine natürlich Rassen von Viechern. Ob Sulmtaler Hühner, die blauen Wiener mit den großen Ohren, das sind die Hasen. Die Kühe, die Pustertaler Sprinzen, man könnte auch sagen, Achtung Daniele, Stracciatella-Kühe. Korrekt? So werden sie teilweise genannt, weil sie so eine Sprenkelung haben in Frankreich. Okay. Genau. So, ihr wisst, der ist wirklich ein Naturbursch, und was du da zu essen kriegst im Kühlhaus, ach, grande. Mille grazie. Der Speck,
Milligrafis, der Farbgasino. So ein Pech, dass wir kein Geruchsfernsehen haben, nur Geschmacksfernsehen. Das könntest du nur einführen. Ich würde ja direkt mitfliegen, ne? Wird da also direkt. Nee, lustig. Wir fahren. Wir fliegen nicht. Wir könnten auch nach Bozen fliegen. Nee, wir fahren. Aber wir müssen doch auf der Strecke in die Bergseen springen. Oh. Für mich stellt sich immer nur die Frage, springe ich in den Walchensee? Oder in den Falschensee? Mittenwald. Heißt der nicht Walchsee? Nee, Walchensee. Da will ich fast wetten. Ja, ist in Ordnung. Worum wetten wir? Nächster Pilz? Wo denn? Am Zillertal? No. Walchsee. Ja, der ist ja ein anderer. Walchensee. Googelt das mal bitte, da bin ich mir nicht so sicher. So, hallo, ich bin da oft genug gewesen. Ja, du sagst ja auch, Sella Ronda. Ja, und was soll ich sagen? Sella Runde. Ach so, ja, ich bin ja italienisiert. Wie sagst du noch, Valbadia? Alta Badia, Galatal. Also ja. Er nutzt einfach die Worte, die italienisierten Worte. Das ist korrekt. Ist okay. Wichtig ist, dass du wieder ankommst zu Hause und bei uns wieder dahin findest. Es ist schön. Wir nutzen da tatsächlich noch diese Begrifflichkeiten von früher. Ja. Hey, pass auf, ein Ding, das muss ich erzählen. Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche. Dann höre ich aber auch, glaube ich. Ja, aber ich muss ja auch lesen und die Leute müssen auch noch ein Buch hier. Aber jetzt, wir haben ja wie gesagt Don Corsino und Pippone, wir haben hin und wieder Reibung. Und ich bin seit gut 2 Monaten immer in der Wochenendausgabe der Zeitung Dolomiten. Ist in Südtirol mit Abstand die wichtigste Tageszeitung. Also ich sage jetzt mal wie in Düsseldorf Rheinische Post oder hier Aachener Zeitung, Aachener Nachrichten etc. Dolomiten. Und dann habe ich ein Ding geschrieben und er kritisiert ja gerade meinen Hang zum Italienischen. Nee, gar nicht, den habe ich ja auch. Ja, also ich übertreibe es. Okay, verstanden. Ja. Da habe ich also geschrieben, ich war dieser Tage, also ich soll über Weltpolitik schreiben. Ich habe jetzt übrigens über den Israel-Palästina-Konflikt geschrieben und habe Folgendes gesagt. I have a dream. Dr. Martin Luther King wäre heute nötig. Oder Nelson Mandela oder Desmond Tutu. Weil dieses biblische Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn wird unsere Zivilisation ruinieren. Und wie kann es überhaupt sein, dass ein Bibelzitat, wo doch eigentlich die Heilige Schrift ein Buch der Liebe und der Umarmung und des Verzeihens, wie du es neuerdings sagst, zu deinem Leben, eine Fehlervergib-Kultur beinhalten sollte. Wie kann diese Religiosität zu einer solchen Verhärtung führen? Und ich habe diese Kolumne, also jeden Samstag, Sonntag in den Dolomiten, damit beendet, auch wenn das in heutigen Zeiten utopisch klingen möge, I still have a dream. Mhm. Ja. Jetzt hast du aber das vorher vergessen. Wo wollte ich denn drauf hinaus? Ja, auf deine Kolumne von vorher. Ach so, auf jeden Fall schreibe ich in so einer Kolumne, wieder Religion, ich war jetzt dieser Tage oberhalb von Brixen auf der, Achtung, Via delle Sette Chiese. Also. Ich fand das geil. Via Straße, da 7 Kirchen. Und der sagt, ich rufe ihn an und sage, wieso machst du denn sowas Dämliches? Und dann hat nicht lange gedauert, hat der Chefredakteur von Dolomiten angerufen. Lieber sehr geehrter Herr Dr. Kausen, es ist sehr schön, dass Sie so international denken, aber in diesem Falle möchte ich darum bitten, bitte den normalen gängigen Begriff zu nutzen, und zwar den Siebenkirchenweg. So, nur so am Rande. Okay. Auf alle Fälle, Stefan, wir machen jetzt. Ja. Das Buch auf, wir machen die Simpsons-Sendung zu. Was liest du uns? Ich lese das Ende. Das Ende. Und zwar tatsächlich in ganz kurzer Form, die Enden vom Lunapark, aber nicht das, was ich sonst immer lese. Wir haben heute viel länger gequatscht. Ihr habt das Buch, ihr seid deswegen eh nicht traurig. Dann trinken wir noch ein Bier oder zwei. Du musst fahren, du Armer. Ach, die Oma! Die Oma fährt! Das ist ja geil. Ob Helge oder Hilde, Hauptsache, Schneider. Wir kommen zu Hause an. Genau, nein, ja. Ich würde jetzt das letzte Kapitel lesen, da geht es um euch. Da geht es um das, was mir als Ausstieg aus diesem ganzen Buch wichtig war. Und ich würde sagen, wir versammeln uns einfach da hinten, quatschen ein bisschen und dann sage ich vielen, vielen Dank an dich. Danke, schön, dass ich da sein durfte mit der ganzen Meute, dass wir da sein durften.
Dir, Causino, mille grazie. Di niente. Parliamo italiano che ti piace un sacco. Alles gut. Ja, bevor der Philipp liest, wollen wir beide uns auch schon verabschieden. Ja. Ne? Wir danken uns ganz herzlich bei einem total aufmerksamen Publikum. Ja. Ich glaube, es war heute ein besonderer Abend, nicht nur für uns, sondern für alle, die hier gewesen sind, weil so einen Abend hat man selten. Ja, erst einmal TV-Studio mit Philipp Burger in dem Schriftsteller und ja. Bestseller-Autor. Ab jetzt nicht nur Sänger, Zimmermann, Landwirt, Fischer, Bergsteiger, Naturmensch, sondern Schriftsteller Philipp Burger! Dankeschön. 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 Tschüss. Der Parkplatz, der Disco Max in Brixen Süden. Wie schon in den mindestens 14 vergangenen Jahren auch, ist der Luna Park in der Stadt. Wahrscheinlich wieder für die nächsten 3 Wochen. Dieser fahrende Jahrmarkt mit all seinen Buden und Fahrgeschäften. Ich habe ihn eigentlich schon seit vielen Jahren gemieden, aber dieses Mal, auf Bitten meiner Kinder, verschlägt es mich doch wieder dorthin. Und tatsächlich, es steht immer noch da, dieses fast ein bisschen erbärmlich wirkende Entchenspiel. Ein sich drehendes Gestell mit runden Löchern, bei dem man kleine bunte Quietscheentchen aus dem Wasser fischen muss. Die armen kleinen Dinger kriegen ständig einen über den Kopf. Von einem Holzstiel mit Haken manchmal nur gestreift, manchmal aber auch gut getroffen. Immer wieder werden sie unter Wasser gedrückt. Aber plopp, schon sind sie wieder oben. Egal, wie oft der Stock auf ihnen landet. Egal, wie viele Schläge sie gegen den Kopf bekommen. Solange ich sie kenne, also seit 40 Jahren, lassen sie sich einfach nicht unterkriegen. So wie diese Entchen fühle ich mich auch manchmal, scherze ich zu meinen Mädels. Immer einen über den Kopf gezogen bekommen und trotzdem immer wieder aufgetaucht. Nein, ich will gar nicht so tun, als hätten mir die ganzen Nackenschläge und Demütigungen, diese bewusst verletzende Nichtanerkennung von Leuten, von denen ich sie mir manchmal doch vielleicht gewünscht hätte, nichts ausgemacht. Diese Nichtchance, mich zu erklären, deinen Schluss mir lieber zu misstrauen, als mir zu glauben, hinterließen manche Narbe. Und natürlich würde ich mich freuen, auch mal zu den wichtigsten Musikevents eine Einladung zu erhalten. Einfach ab und zu mal mitspielen zu dürfen. Aber hey, so manches in meiner Vita hat wohl wirklich was von diesen kleinen gelben Lunaparkmännchen. Wir wurden unter Wasser gedrückt, am Hals gepackt, rausgefischt und irgendwie doch wieder zurück ins Spiel gebracht. Und sind genauso wie diese Entchen schon so viele Jahre dennoch immer wieder hochgeploppt. Ich habe mich tatsächlich schon oft gefragt, wie das eigentlich möglich war. Wieso mir den Druck, die Frustration, die Schikanen, aber auch den normalen Teil des Musikbusiness mit Fame, Tourstress und brutaler Geschwindigkeit ohne Drogen und bis in die Abhängigkeit führendem Alkoholkonsum überstanden haben. Warum wir nach all diesen Einschlägen noch immer oben schwimmen. Und sogar noch Bock drauf haben auf diesen ganzen Zirkus. Warum wir noch heile sind und nicht irgendwann daran zerbrochen sind. Meine Antwort darauf ist ebenso einfach wie vielschichtig. Was das auftriebgebende Wasser für diese Entchen ist, ist bei Freiwild neben dem Zusammenhalt von uns Bandmitgliedern vor allem der Rückhalt unserer Familien. Diese Menschen um uns, die uns lieben und die wir lieben, bilden den stärksten Rettungsring, den eine Band, den ein Künstler haben kann. Sie alle waren uns und mir Schild und Segel und bei Zeiten auch gut justierter Kompass. Die heile Welt zu Hause mit meiner Frau und meinen Kindern, aber auch den ganzen anderen Verwandten und engen Freunden, spätestens in den Zeiten, als die Angriffe am härtesten tobten, als die Anfeindungen gegen die Band ins fast nicht mehr erträglich stiegen, wurde dieser innerste Kern zum Lebensretter. Ich weiß, wenn ich diesen sicheren Rückzugsort nicht gehabt hätte, wäre ich an dem Ganzen zugrunde gegangen. Und das führt mich zu einer wunderbaren Erkenntnis. Das, was hinter mir stand und steht, war immer stärker als das, was mir entgegenkam. Und noch ein Aspekt nach dem Motto. Es gibt nichts, was so schlecht ist, dass es nicht noch für irgendetwas gut ist. Vielleicht muss ich meinen Kritikern, ich vermeide das Wort Feinde, hier ganz bewusst sogar etwas Dankbarkeit zollen. Denn womöglich habe ich die ganzen Nackenschläge in mancher Hinsicht sogar gerettet. Ich kenne zu viele, die an ihrem Ruhm zerbrochen sind. An ihren goldenen Schallplatten und Preisen, an hohen Schulterklopfern, ohne echte Freundschaftsbeweise, aber in Krisenzeiten. Wer weiß, wo ich ohne diesen Gegenwind
und die ganzen Fallgruben gelandet wäre. Ich denke, diese Plops auf meinem Kopf sorgen tatsächlich für mehr Dankbarkeit und eine vielleicht sogar notwendige Schwerkraft, um mich abzuheben. Nein, man hat mir nicht viele rote Teppiche ausgerollt. Galas oder TV-Sendungen kenne ich fast ausschließlich aus dem Fernsehen. Mehr als zwei Glas Champagner bekam mein Gaumen in über 20 Jahren des Musikschaffens nicht zu schmecken. Aber ich glaube, mich richtig einzuschätzen. Wäre all dies anders verlaufen, ich hätte heute mit anderen, weit größeren Sorgen zu kämpfen. Wie sehr viele Kollegen wäre ich vielleicht drogensüchtig, geschieden, mit anderen aus der Band verfeindet, depressiv, hätte Selbstmordgedanken und einen sorgenvollen Rattenschwanz aus Schulden und Gläubigen am Arsch. Und vor allem wäre ich sicher keinen Millimeter glücklicher, als ich es bin. Ich glaube nicht, Ruhm ist pures Gift. Und Ruhm kann, wenn man zu hoch fliegt und nicht immer wieder Erdung erfährt, verdammt süchtig machen. Mein verbrannter Ruf und alles, was damit einhergeht, hat mich dankbarer gemacht. Was den Erfolg angeht, sogar gelassener. Und wie laut nochmal diese Zeilen genau? Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Ich schätze die kleinen Dinge. Ein weiter so Jungs von meiner 80-jährigen Nachbarin oder der Besuch unserer Bürgermeister auf einem Konzert bedeuten mir mehr als ein nicht von Herzen kommender Daumen nach oben Emoji von einem mir fast fremden Bornstein. Und daher komme ich jetzt zum Punkt. Liebe Kritiker, wir hatten zusammen ziemlich turbulente Zeiten. Vergessen wir, was war. Es ist Schnee von gestern. Als aggressive Coaches mit mächtig Drill habt ihr uns aber zu ziemlich ausdauernden Musikmarathonläufern gemacht. Ihr habt uns eine Art Schutzschild gebaut, das uns vor so manch anderer Scheiße des Lebens bewahrt hat. Danke dafür. An euch, liebe Bandkollegen von Freiwild und meinem Soloprojekt, liebes Team, lieber Stefan, Andi, Simone, Kai, Patrick und wie alle heißt, ihr seid alle gemeint. Ich weiß, dass ihr wegen und mit mir nicht selten über ein und denselben Posting kam, geschoren wurdet. Dass auch für euch manche Brücke eingestürzt ist. Das tut mir leid. Hätte ich eine Möglichkeit gehabt, das zu ändern, ich hätte es getan. Danke, dass ihr bei mir seid und dieses unfreiwillige Bad mit mir genommen habt. Und liebe Fans, ihr seid einfach unglaublich, großartig. Danke für eure Standhaftigkeit, danke für jede zweite Chance, danke für euer Vertrauen und das Beste, was ein Leben hergeben kann, nämlich das sein zu dürfen, was mein Herz mit Freude flutet. Sänger, Zimmermann, Landwirt und Fischer und ein Teil von euch allen. Und dir, liebe Caroline Kuhn, dir, lieber Stefan Kausen, danke für eure Hilfe und euren Input, eure Stunden und Stunden der Gespräche und Fragen. Ihr habt mir wahrlich einen guten roten Faden gelegt, dem ich mit meinem Geist, meiner Feder, meinen eigenen Worten folgen konnte. Genau so sieht Teamwork aus. Und das gilt auch für euch. Ich umarme euch alle. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns jetzt am Tschüss, oder? Schön, dass ihr da wart.